Servus Leute, ich habe eine richtig coole Neuigkeit für euch und zwar könnt ihr Shadow of the Tomb Raider gratis anzocken. Ist ein geiles Spiel, hat mir persönlich richtig gut gefallen, habe einige Stunden darin verballert, bleibt auf jeden Fall dran. Vor ein paar Tagen ist die kostenlose Testversion von Shadow of the Tomb Raider rausgekommen und ich habe sie mir genau angeschaut, wie lange könnt ihr eben in dieser Testversion zocken und das ist wirklich auf jeden Fall richtig geil, denn ihr dürft den ganzen Anfang erleben. Es ist auch nichts irgendwie gecuttet, es ist der komplette Anfang mit allem drum und dran, den dürft ihr eben anzocken und ich habe mir das separat nochmal auf dem PC in 4K gegönnt, weil ich gucken wollte, wie stark der Unterschied ist zwischen Konsole und PC und fand es auf jeden Fall cool, dass die Entwickler sowas rausgehauen haben. Ich habe mir von der Zeit her kenne ich natürlich das Spiel schon. Ich habe knapp eine Stunde gebraucht mit allen Zwischensequenzen. Ich muss aber sagen, ich habe nichts eingesammelt, bin straight durchgerannt durch die erste Mission und wusste natürlich auch, wie man die Rätsel löst. Ich denke mal, wenn ihr das erste Mal dieses Spiel dann zockt, werdet ihr wahrscheinlich so anderthalb Stunden Spielzeit haben. Und das finde ich auf jeden Fall richtig geil. Und das Spiel ist echt richtig geil inszeniert und es macht einfach Bock zu zocken. Und gerade jetzt, wenn jetzt hier über die Weihnachtsfeiertage, jeder hat Urlaub, kann man sich das auf jeden Fall gönnen. In 4K, auch auf der Xbox, sieht es wirklich extrem cool aus, hat eine geile Story. Wenn ihr euch danach entscheidet, ja, ihr möchtet es kaufen, dann bleibt sogar der Spielstand behalten. Heißt, ihr verliert nicht diese anderthalb Stunden, die ihr gezockt habt, sondern die werden dann eben mit der Vollversion, seid ihr dann eben genau an dieser Stelle und könnt einfach weiter zocken. Das Spiel ist es auf jeden Fall wert, denn ja, war für mich ein verstecktes Highlight 2018. Es sind sehr viele geile Spiele rausgekommen. Ich mache mal ein separates Video, was meine Top-Spiele waren. Das gehört auf jeden Fall dazu. Wer Grabmäler mag und ja, einfach eine coole Story und sich mal für ein, ja, für zwei, drei Tage ja, einfach mal einschließen möchte, hat hier mit diesem Spiel genau das Richtige. Ich fand es auf jeden Fall geil, hab's gefeiert, man hat viel zu tun. Gerade die Grabmäler sind wirklich extrem geil gemacht und die Atmosphäre in diesem Spiel passt einfach, finde ich, kennt man auch aus Red Dead. Das hat auch eine geile Atmosphäre und hier ist es genauso. Zockt's auf jeden Fall an, ihr könnt es einfach im Store runterladen auf PC. Bei Steam waren es jetzt, glaube ich, 17 GB, was schon wirklich ordentlich ist für diese ja, Antest-Version. Das war soweit von dem Video. Ich dachte, ich zeige das euch, weil was Kostenloses kann man immer mitnehmen und ist es auf jeden Fall wert. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein. Jonah, ich hab's geschafft. Ich bin unterwegs. Bin fast da. Tut mir leid, dass ich nicht warten konnte. Sei vorsichtig.